Herzlich willkommen zurück zu der zweiten Lektion von 40 Days of Prayer. Wo die Jünger Jesus darum gebeten haben, sie zu lehren, wie man beten soll, sind die ersten Worte, die Jesus gesagt hat, sehr wahrscheinlich die letzten gewesen, die sie erwartet hätten. Er hat gesagt, unser Vater. Und nur mit diesen zwei Worten hat Jesus all ihre Stereotypen über Gott durchbrochen. Es ist ihm bewusst, dass im ganzen Alten Testament während Tausenden von Jahren das Wort Vater nur ganz wenige Mal gebraucht worden ist. Und es ist vor allem nie fürs persönliche Gebet gebraucht worden. Vor Jesus im Alten Testament haben die Leute zu Gott gebetet als ihrem Schöpfer, als ihr Befreier, Heiler, Versorger oder sogar der grosse und furchtbare Gott. Das ist ein direktes Zitat. Sie haben noch ganz viele andere Anreden gebraucht, aber sie haben sich nie auf Gott bezogen als Vater. Wir haben das nur, wie Jesus gelehrt hat, dass wir das machen sollen. Jesus hat Gott über 150 Mal als Vater bezeichnet. Er hat wirklich wollen, dass wir diese Botschaft verstehen. Er hat wollen, dass wir verstehen, dass Gott nicht einfach nur eine Kraft ist. Er ist eine Person. Er ist ein Vater. Das Wort im Neuen Testament für Vater ist das Wort Abba. A-B-B-A. Wie die Popgruppe damals. Und es ist nicht nur einfach ein schöner Titel, sondern es ist ein liebevoller Ausdruck. Abba bedeutet eigentlich Papi. Vati, Daddy. Das ist ein Ausdruck von Liebe und Sicherheit und Vertrautheit. Jesus sagt uns, wenn du zu Gott bettest, unser Vater im Himmel, dann redest du eigentlich zu deinem Papi, deinem Abba. Das sind die ersten Worte, die ein Kind im Nahen Osten lernt. Abba, Papa, Papi. Das ist ein ganz einfaches Wort. Das kann jetzt für ein paar Leute eine schwierige, wahre Zeit zum Akzeptieren, weil sie vielleicht eine verheerende Beziehung mit ihrem eigenen Vater hatten. Und die Idee, dass Gott unser himmlischer Vater ist, öffnet vielleicht tiefe Verletzungen, schmerzhafte Erinnerungen. Wie ist es bei dir? Vielleicht war dein Vater gemein zu dir. Vielleicht unangemessen, unzuverlässig, missbrauchend. Vielleicht war er abwesend. Und wenn du diesen Satz hörst, unser Vater im Himmel, warte mal, wenn Gott wie mein Vater ist, dann nein, danke Gott. Und du neigst dazu, all deine Verletzungen, all deine Gefühle über deinen irdischen Vater auf deinen himmlischen Vater zu übertragen. Kein Wunder verstehst du Gott nicht. Kein Wunder fühlst du dich nicht sicher, wenn du mit Gott redest. Freunde, es ist Zeit, all die falschen Vorstellungen von Gott und wer Gott ist, mit der Wahrheit auszutauschen. Wie er wirklich ist. Wie wenn du wirklich verstehst, wer Gott ist oder wie Gott ist, was für ein Vater der himmlische Vater ist. Wenn du ihn wirklich kennst, dann wirst du viel zuversichtlicher sein im Gebet. Und du wirst ihn noch viel besser lieben können. Das wird dein Gebetsleben radikal verändern. Wir möchten in dieser Lektion miteinander anschauen, was für ein Gott ist. Was ist er denn für ein Vater? Und der beste Ort, um Antworten auf das überzukommen, ist natürlich die Bibel. Und wir schauen miteinander vier biblische Eigenschaften von Gott als Vater an. Wenn du mal verstehst, wie Gott wirklich ist, dann wird deine Zuversicht im Gebet, im Reden mit Gott, gewaltig zunehmen. Jetzt das Erste, was wir wissen über Gott, ist, er ist ein sorgender Vater. Gott sorgt sich oder er kümmert sich mehr, als du je wirst verstehen. Er liebt dich fester und mitfühlender, als irgendein irdischer Vater je könnte. Wie er perfekt ist. Gott liebt dich zärtlicher und treuer als irgendeine irdische Mutter, ihr Kind je könnte lieben. Im Jesaja 45 sagt Gott, kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Die Antwort ist offensichtlich nein. Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. Das ist Gott, der über dich redet. Nichts kann Gott davon abhalten, dich zu lieben. Weder dein Versagen, noch deine Arroganz, noch deine Sünde. Nicht deine Dickköpfigkeit, nicht deine Fehler. Nichts kann Gott abhalten, davon dich zu lieben. In der Bibel im Römer 8 steht, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung. Nicht einmal du. Du kannst Gott nicht abhalten, davon dich zu lieben. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus
unserem Herrn erschienen ist. Du kannst Gott nicht dazu bringen, dich nicht zu lieben. Du kannst es probieren, aber du wirst es nicht schaffen. Weil seine Liebe beruht auf wer er ist. Ich habe mir vor 2 Jahren ein Stand-Up-Paddle, so ein Board, gekauft. Und das ist so ein bisschen die Bootskategorie, die ich mir leisten kann. Aber ich gehe nur auf den See eigentlich mit dem Board, wenn es richtig ruhig ist, wenn es überhaupt keine Wellen hat. Oder? Aber manchmal gibt es ja auch Stürme und dann gibt es riesige Wellen. Und so Stürme gibt es auch im Leben. In der Bibel gibt es eine Geschichte, wo die Jünger mitten in so einem Sturm sind und sie sind in einem Boot unterwegs auf einem See. Und Jesus hat im hinteren Teil vom Boot hat er sich hergelegt und hat geschlafen. Und ich weiss nicht, vielleicht hast du das auch schon mal das Gefühl gehabt, dass Jesus irgendwo wie im Schlafen ist in deinem Boot. Du gehst durch einen Sturm, das Boot wird hin und her geworfen, du hast wirklich Angst. Du hast nicht wirklich viel Zuversicht in dem Moment. Die Jünger haben in dem Moment gemeint, dass sie werden sterben. Der Sturm ist so schlimm geworden. In der Bibel steht jetzt, dass sie Jesus geweckt haben und ihn gefragt haben, Herr, ist es dir eigentlich egal, wenn wir da versaufen? Wir sind mitten in dem Sturm und du schlafst einfach. Ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns alle schon mal gestellt haben. Herr, ist es dir eigentlich egal? Herr, ich bin am Vertrinken, ich vertrinke Angst. Ist dir das egal? Der Bericht, den ich gerade vom Doktor bekam, ist dir der egal? Ich versinke in Tränen. Ist dir die Situation in meiner Ehe eigentlich egal? Herr, ich versinke in Schulden. Sind dir meine Finanzen eigentlich egal? Ich komme da nicht mehr raus, Herr. Ich versinke in der Verzweiflung. Sind dir das Problem, das ich habe, eigentlich egal? Oder wo meine Kinder jetzt gerade drinstecken? Herr, ist dir eigentlich egal? Schlafst du einfach im Boot, während der Sturm uns jetzt dann kentern lässt? Und die Antwort ist nein, Gott ist es nicht egal. Er sorgt sich um jedes Detail von deinem Leben. Er sorgt sich sogar noch mehr als du. Gott ist ein sorgender Vater. Die Bibel sagt, überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Vielleicht willst du in deinem Teilnehmerheft das Wort alles unterstreichen. Er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Er sorgt sich um deine Gesundheit. Er sorgt sich sogar um dein Liebesleben. Er sorgt sich um deine Finanzen. Er sorgt sich um deine Kinder. Er sorgt sich um deine Ausbildung. Er sorgt sich um deine Arbeitsstelle, deine Karriere. Er sorgt sich um deine Hobby. Es gibt nichts, wo sich Gott nicht sorgt dafür in deinem Leben. In der Bibel steht, er weiß sogar, wie viel Haar du hast auf deinem Kopf. Und er weiß auch, was sie für eine Farbe gehabt haben, früher einmal. Nichts ist zu klein oder zu unbedeutend für seine Aufmerksamkeit. Er kümmert sich um alles. Wenn etwas gross genug ist, um sich Sorgen zu machen, dann ist es gross genug zum Beten dafür. So eine Kleinigkeit, das sage ich Gott nicht. Sorgst dich darum, dann ist es gross genug, um dafür zu beten. Gott sagt, bring mir alles. Ich sorge für dich. Du kannst mir mit Zuversicht beten. Wieso? Nicht, wie du ein guter Beter bist, sondern wie Gott ein sorgender Vater ist. Zweitens, der zweite Grund, warum du zuversichtlich sein kannst, ist, wie Gott nicht nur ein sorgender Vater, er ist ein beständiger Vater. Schreib das auf. Gott ist ein beständiger Vater. Er ist beständig liebend, er ist beständig sorgend, er ist beständig mitfühlend, er ist beständig verlässlich, er ist beständig zuverlässig. In der Bibel steht, er ist ein Vater, der einfach nur gut ist. Er ist wie ein Licht, da gibt es keine Dunkelheit mehr. Gott ist immer treu, er ist immer wahr. Er ist immer verfügbar. Im Malachi steht, denn ich bin der Herr und ich habe mich nicht geändert. Er ist nicht nur ein sorgender Vater, er ist ein beständiger Vater, der sich nicht verändert. Das heisst sogar, wenn du ihm den Rücken zutrüllst, trüllt er dir seinen Rücken nicht zu. Gottes Liebe für dich beruht nicht auf deiner Leistung. Sie stützt sich einzig und allein auf seinen Charakter. Und sein Charakter ändert sich nicht. Er ist immer beständig. Das heisst, Gottes Liebe hört nie auf. Sie wird nie enden. In der Bibel steht auch, wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Der Hauptgrund, wenn Kinder ihren Eltern gegenüber verbittert sind oder rebellieren, ist, wie sie ein Versprechen nicht eingehalten haben. Aber Papi, du hast doch versprochen. Mami, du hast doch das versprochen. Wenn Menschen Versprechen brechen, dann bricht das unser Herz. In der Bibel steht, denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht. Und sie gelten für immer. Die Versprechen, oder die Versprechen, die er macht, die gelten für immer.
Väter sind manchmal unberechenbar, launisch. Man weiß nicht, was kommt. Es gibt viele Leute, die sagen, weißt, ich habe nie gewusst, wo ich aufgewachsen bin, wie mein Vater wird reagieren. Bleibt er ruhig oder rascht er aus? Nimmt er mich in den Arm oder weist er mich zurück? Ich konnte mich einfach nicht verlassen, mein Vater. Das ist traurig. Aber unbeständige Väter schaffen unsichere Kinder. Gott, unser Vater im Himmel, ist ein ganz anderer Vater. Die Bibel steht im Psalm 59,10. Mein Gott ist meine Zuflucht, oder andere Übersetzungen, meine feste Burg, unveränderlich, beständig in seiner Liebe für mich. Egal was du machst, seine Liebe für dich wird sich nicht ändern. Du kannst mit Zuversicht beten, wie Gott nicht nur ein sorgender Vater ist, sondern ein beständiger Vater. Du kannst dich auf ihn verlassen. Es gibt noch einen dritten Grund, warum du zuversichtlich kannst im Gebet. Und zwar, Gott ist ein näher Vater. Das bedeutet, er ist nicht distanziert. Er ist nicht ein abwesender Vater. Er sagt nie, lass mich in Ruhe. Nicht da, wenn du ihn brauchst. Im Gegenteil, Gott verspricht dir, dass er immer bei dir ist. Und im Hebräer 13,5 sagt er, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Kann man das noch stärker sagen? Ich werde dich nie verlassen. Was braucht es noch mehr, um dich von Gottes Treue zu überzeugen? Gott hört nie auf, an dich zu denken. Er hat schon dich gedacht, bevor du überhaupt geschaffen worden bist. Er denkt die ganze Zeit an dich. Und darum beten wir mit Zuversicht. Im Psalm 139 steht, wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele, wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich weiß nicht, wann bist du das letzte Mal am Meer gewesen? Die Bibel sagt, Gottes Gedanken über mich sind mehr als der Sand am Meer. Das kommt in der Bibel übrigens immer wieder vor, dass sie seine Liebe, die Liebe von Gott, so unendlich ist, dass er mit dem Sand am Meer verglichen ist. Das nächste Mal, wenn du an einen Strand gehst, stell dir vor, dass auf jedem einzelnen Sandkörnli, das da rumliegt, wenn es unter das Mikroskop würdest, würde draufstehen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und auch dann würden wir immer noch nicht verstehen, wie sehr Gott uns liebt. Wenn wir sagen, Gott ist ein näher Gott, dann möchte ich euch drei Punkte geben, um über das ein bisschen näher nachzudenken. Erstens, Gott ist nie zu beschäftigt für dich. Er sagt nie, all unsere Mitarbeiter sind im Moment besetzt. Nimm ein Nümmerli und komm später wieder. Es gibt wichtige Leute, die zuerst dran kommen. Gott stellt dich nie in eine Warteschleife. In der Bibel steht, wenn selbst Vater und Mutter mich verlassen, wird doch der Herr mich aufnehmen. Er ist immer näher und du kannst jederzeit zu ihm kommen, mit jedem x-beliebigen Anliegen. Und er hat es nie satt, deine Stimme und deine Anliegen zu hören. Das gibt dir Zuversicht. Zweitens, Gott liebt es, auf deine Bedürfnisse einzugehen. Darum hat Gott sogar einen Namen, Jahwe, Jira, Jire. Der bedeutet, Gott versorgt. Was brauchst du im Moment jetzt gerade in deinem Leben? Du kannst mit 1000 Anliegen am Tag zu Gott kommen. Herr, ich brauche deine Hilfe schon wieder mit dieser Versuchung, mit diesem Problem, mit dieser Angst, mit dem Neid, mit dieser Wut, mit dieser Erinnerung. Herr, ich brauche deine Hilfe nochmal. Ich muss wissen, in welche Richtung dass ich gehen soll. Und Gott hat es nie satt für dich zu sorgen. Die Bibel sagt Folgendes, wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun. Gott ist näher. Und wenn er näher ist, und das ist noch der dritte Punkt, Gott hat Mitgefühl mit meinen Verletzungen. Wenn er näher ist, hört er und sieht er und fühlt er mit deinen Verletzungen. Du hast einen Vater gehabt, der versucht hat, dich so ein bisschen abzuhärten. Oder? Wenn du verletzt gewesen bist, dann war er vielleicht nicht so mitfühlend gewesen und hat irgendwie gesagt, so Sachen wie ein Indianer kennt keinen Schmerz. Hey, du wirst es überleben. Du nicht so bubeli. Bis ein Mann. Gott macht das nicht. Die Bibel sagt dir, wenn du in einer schwierigen Situation bist, verletzt bist, der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Du bist vielleicht irgendwo entmutigt oder verletzt, vielleicht ein bisschen am Resignieren. Wenn du das bist, dann bist du genau der, wo Gott eigentlich zu ihm sagt, ich bin dir nahe. Er ist nahe denen, die verzweifelt sind. Es steht immer wieder in der Bibel, Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke. Er bewährt sich in der Not. Es wird ihm nie zu viel, dich zu trösten, dich zu ermutigen. Er ist ein sorgender, beständiger und naher Vater.
Jetzt gibt es noch einen vierten Grund, warum du immer zuversichtlich beten kannst. Egal wie die Umstände sind. Egal wie du dich fühlst. Der vierte Grund ist, wie Gott ein fähiger Vater ist. Das heisst, Gott kann mit jedem Problem umgehen, das du ihm bringst. Es gibt keine Herausforderungen, die seine Fähigkeit übersteigt. Es gibt keine Frage, die seine Weisheit übersteigt. Kein Bedürfnis, das seine Ressourcen übersteigt. In der Bibel steht, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Bei welchen Sachen in deinem Leben tust du so, wie wenn es unmöglich wäre für Gott, etwas zu machen? In Epheser 3,20 steht, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Gott kann mehr machen, als wir uns auch nur vorstellen können oder hoffen können. Denk mal an dein grösstes Problem. Oder dann einmal an deinen grössten Traum. Denk mal an deine grösste Herausforderung. Denk an deine grösste Angst, die dich einschränkt. Gott kann nicht nur umgehen mit diesen Sachen. Er sagt, ich habe sogar mehr, als du dir kannst vorstellen oder dir erträumen kannst. Darf ich dir eine ganz persönliche Frage stellen? Was stellst du dir vor, dass Gott in deinem Leben machen könnte? Schränk Gott nicht ein. Vor was hast du Angst, Gott darum zu bitten? Vor was hast du Angst, davon zu träumen? Du musst keine Angst haben. Was sind deine Erwartungen? Gott kann sie weit übertreffen. Im 1. Korinther 2,9 steht, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Fassen wir kurz zusammen den Grund, warum wir zuversichtlich sein können im Gebet. Vier Sachen. Gott ein sorgender Vater ist. Es hat nie einen Moment gegeben, wo er sich nicht um jedes Detail von deinem Leben gesorgt hat. Wie Gott ein beständiger Vater ist. Seine Liebe hat sich nie verändert. Wie er ein näher Vater ist. Übrigens, nur wie du dich jetzt vielleicht nicht näher fühlst bei ihm, heisst das noch lange nicht, dass er nicht näher ist. Und dann das Letzte noch. Gott ist ein fähiger Vater. Er kann alles machen. Und darum kann auch das Gebet alles machen. Gott sagt, wenn du betest, dann redest du zu deinem himmlischen Vater, zu deinem Papi, zu deinem Daddy. Zu jemandem, der dich liebt. Ich möchte dir jetzt nochmal eine ganz wichtige Frage stellen. Und zwar, egal ob du schon dein Leben lang in einer Kirche warst oder in deinem Leben noch nie in einer Kirche warst, bist du dir ganz, ganz sicher, dass Gott dein Vater ist? Weil Gott ist nicht jedem sein Vater. Er ist der Schöpfer von jedem, aber er ist nicht der Vater von jedem. Die Bibel sagt uns, dass Gott jeden von uns geschaffen hat. Er hat für jeden von uns einen Plan, aber nicht jeder lebt den Plan. Und Gott möchte, dass alle Teil von seiner Familie werden. Aber nicht alle sind drin. Du wirst erst Teil von seiner Familie, wenn du dein Vertrauen und deinen Glauben an Jesus setzt. In der Bibel steht folgender Vers. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. So wirst du Teil von Gottes Familie. Wenn du an ihn glaubst, ihn aufnimmst, dann wird er dein Vater. Dann kannst du mit Zuversicht beten, so beten, wie Jesus uns gelehrt hat. Er hat betet, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Er möchte, dass wir ihn als Vater ansprechen. Im Galater 3, 26 steht, und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Hast du Jesus in dein Leben eingeladen? Hast du seine Vergebung angenommen? Hast du seine Einladung, Teil von seiner Familie zu überhaupt je angenommen? Da fängt persönliche Erneuerung in deinem Leben an, Hoffnung. Ich möchte jetzt wieder abschliessen, zwar mit einem Gebet. Und wenn du das Gebet noch nie gebetet hast, dann möchte ich dich wirklich einladen, das jetzt zu machen. Gott, ich möchte, dass du mein Vater bist. Wir beten. Gott, ich wünsche mir wirklich, dass du mein Vater bist. Ich glaube, dass Jesus wirklich gestorben ist für mich, für meine Fehler, für meine Sünden. Ich möchte dir Danke sagen, Jesus. Und ich möchte dich jetzt einfach einladen in mein Leben. Ich möchte dir mein Leben übergeben. Ich möchte die Vergebung, die du mir schenken willst, ich möchte die wirklich in Anspruch nehmen, ich möchte die annehmen.
Ich möchte von jetzt an mit dir durchs Leben gehen als dein Kind. Und dir einfach können sagen, mein Vater. Amen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast in deinem Leben, dann hast du einen Vater im Himmel, der sorgend ist, der beständig ist, der näher ist und der fähig ist. Ich wünsche euch jetzt einfach als Gruppe noch, dass ihr einfach einen guten Austausch habt miteinander. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn wir weitermachen mit 40 Days of Prayer.